Ja, hallihallo, meine Lieben. Heute übernehme ich mal den Minecraft-Server mit Tawal hier. Aloha. Hallo. Ja, wir haben gerade eben, oder bisschen gerade vor der Folge noch ein bisschen an das Axolotl-Gehege geplant und wir wollten heute damit anfangen. Vielleicht noch ein paar andere Sachen machen und ja. Egal. Tawal, Ja, ja. was soll ich sagen? Was Tut mir doch. leid. Nein! Es ist Gefühl. Tradition mittlerweile, was ungewohnt, aber es ist Tradition. Ja, kenne ich. So, aber ja, weil ich absolut keinen Plan habe, wie zur Hölle ich vier verschiedene Wege machen soll und mich absolut nicht kreativ genug fühle momentan, Suche gerade nach dem Bett. Hilfe. machen wir einfach ein großes, was ich nicht machen glaube. Das ist ein Hunde. Ja, wir machen einfach ein großes Gehege, was im Endeffekt vier Sektionen haben wird. Ja. Und ja, jeder davon soll halt wenigstens halbwegs ein Axolotl repräsentieren. Ja. Ja, man hört Danganronpa extrem alt. Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Jawohl, ich weiß Ich nicht. habe die Fernbedienung nicht. Jawohl. Ja. Bist du? Bin im Lager gerade. Okay. Ich Ist das muss Lager noch unten? machen. Das Lager ist bei Jan im Haus oben. Hier. Ach so. Richtung rechts. Aber ich weiß jetzt noch nicht, was für eine Form Stein wir benutzen. Ich auch nicht. Ich glaube, Stone Bricks wäre eine Idee. Vielleicht. Ich würde sagen, Andesit, aber davon haben wir nicht wirklich viel. Das heißt, Diorit wäre die einzige Wahl, was das angeht. Ja. Davon haben wir einen Haufen. Aber ich habe letzte schon mit Diorit gebaut. Ja. Man will ja nicht immer alles doppelt und dreifach wiederholen. Naja. Ich könnte Ich Dunkelelfen habe machen. noch Stonebricks und so, aber ich weiß nicht, wo die hinkommen. Stonebricks und ein Aberstone hier. Aberrack. Hey, mein Löffel ist umgefallen. Warte, der stand. What? Der Herr? Ah, warte. Fast. Ich habe fast verloren. Oh, wir haben kaum was im Glas. Geil, ich gebe dir nun die Aufgabe, dass du. Glasfarm gehen. Nein, wir haben ja recht viel Sand und so. Und ich gebe dir die Aufgabe, die 10 Stacks durchzuschmelzen oder was auch immer. Auf Okay. jeden Fall schmeißen wir das in den Ofen rein. Ich hole jetzt erstmal kurz meinen Stone und Wood Cutter. Okay. Wo sind die Öfen? Wieder da. Ja, ich habe gefragt, wo die Öfen sind, damit ich die schmelzen kann. Jan hat unten bei seinem Bett einen Kleinen Anruf. Ofen. Sind die hin? Ach, da. Warum ist hier ein Weg in eine Höhle bei meinem Haus? Ich weiß es nicht. Da hat sich wer in den Busch reingegraben. Nee. Kann passieren. Ist Minecraft, da passiert ja alles. Wer war das? Keine Ahnung. Wann ist das Eigentlich, da? Perwoll, wie war denn dein Tag heute so? Müde? Glaub ich dir. Schlafen? Ja, ich hab den meisten Tag eigentlich geschlafen.
Ja. Sind jetzt eigentlich irgendwelche Jungle Settings gedroppt? Nein, natürlich nicht. Okay. Ja. Hast du eigentlich gestern Abend noch den Millennium Falcon zu Ende gebaut? Was? Den Millennium Falcon schon gestern Abend fertig gebaut? Den habe ich um 1 Uhr fertig gehabt, glaube ich. Kotz. Aber sowas braucht seine Zeit. Und ich habe auch zwischendurch nein, war nämlich auf Klo und Ja. Ja, bei mir war es so, ich hatte ein paar Pausen eingelegt, musste einmal zwischendurch essen. Ansonsten hatte ich 9 Stunden. Nein. 9 bis 17. Da hatte ich einiges. Aber was man nicht alles tut. überlegen, was für einen zweiten Kontrastblock Ja. brauchen, weil so pure Stormbricks wird langweilig, ne? Ja, also man muss auch echt überlegen. Holz benutzen? Holz? Ja. Kann man machen. Aber es muss Kann dann man beim auch Holz mit dann Holz. nicht. Man kann, da muss man aber echt gucken, was dazu passt. Benutzen wir den Jungle Wood. Ja, es ist auch meine. Ich meine, es ist zwar in der Nähe des Dschungels, dann würde Jungle Wood passen. Sonst haben wir auch gut überall. Ja, nee. Man braucht auch wieder etwas anderes im Leben. Was wird Nacht? Nee, ich habe mich gerade vertan. Ah, das wird Nacht. Die Hälfte ist schon geschmolzen. Okay, ist positiv. Wie viele Folgen wollen wir heute aufnehmen? Nun, gute Frage. Ich Ich glaube meine, nicht. die ist ja für morgen. Also, so Ja. gesehen für heute. Gott. Dann müsst ihr noch zwei, drei, Moment. zwei, ein, zwei Folgen aufnehmen. Na. Oh nee, Ja. noch nicht mehr, Leute. Noch ist 19 Uhr. Ja. Ich meine, noch die für morgen, aber in Videos wäre das ja für den wegen Upload-Tag heute. Danke, deswegen. Es ist verwirrend. Nein, für Upload-Tag ist es immer heute. Ja. Ja, also wollen wir noch 2 Folgen dazu aufnehmen und danach. Ja. Schon. Ja. Ich darf gleich deine Rampe ausmachen. Jan ist eingeschlafen. Was heißt eingeschlafen? Er ist eingeschlafen. Lass ihn. Heute lange arbeiten. Noch 2 Stacks per Woche, noch 2 Stacks. Dann habe ich 10. Also, Leute, kurze Information, warum ich gefragt habe, wegen dem Millennium Falcon. Pervon hat ihn als Lego. Und ich und Jan waren gestern bei dem. Und ich habe geholfen, ein bisschen aufzubauen. Bis Tüte 6 habe ich geholfen, oder? Ja, irgendwie so. Ja, und dasselbe hat Jan auch. Und ich habe heute dann auch lang gesessen, weil es ist groß. Es ist einer der größten, aber es gab noch einen größeren. Und ja. Oh, der kleine Millennium Falcon waren so 5000 Teile. Ich glaube, der große waren Ja. 15.000 Teile oder so. Oder 8000, Ja. ich weiß nicht mehr. Das ist einer der größten Millennium Falcon, die man holen kann. Der andere. Aber es gab noch ein größeres Set, das ist der Sternzerstörer oder der
Todesstern, die sind noch größer und haben noch mehr Teile, aber da muss man echt einen Tag oder so dranhängen, nur um den zu bauen. So. Ja, in der Teilmenge sind die beiden nicht mal in den Top 10 Ja. Sternzerstörer und Todesstern. Von der Größe ja vielleicht, aber Teilmenge So, tatsächlich nicht. die 10 Stacks sind voll. Okay. Ja. Irgendwo sollte. Oh. Ich weiß nicht, ob im Lager noch eine große Chest ist. Aber nee, Was? warte, die Crystal Chest ist bei Zuckerrohr vorne. Was soll ich da holen? Ja, wir brauchen halt eine große Chest. Nein. Ein Ich paar meine, Platz ich und so. kann kurz gucken, ob ich Holz habe und Holz gucken kann, dann eine Kiste bauen. Nee, ich meine eine modded große Chest. Ach so. Ja, das ist blöd. Ich meine, ich kann gucken, ob da noch eine ist, aber. Guck mal in der Baublöcke-Kiste, ob da noch irgendwo eine rumliegt. Ja, mache ich. Oh, mein Hund steht bei dir. Ein Hund folgt mir? Mein Hund steht vor der Tür. Ach so. Okay, er steht nicht mehr vor der Tür. Er springt ja vor der Tür. Potions, Building Stuff. Chest. Hier sind nur die normalen Kisten. Änderung kann ab. Sofort. Dann bring ein paar davon mit. Mach ich. Hier. Ich nehme mal 4 mit. Die sind ja groß. Okay. Es muss wieder Tag sein. Wohin, Fleck? Hm. Fleck, da sitze ich. Ah, das Fleck hier im Raum. Ha? Das Fleck hier im Raum. Ja. Hallo. Och Gott. Wer nicht? Die 10 Stacks sind drin in der linken Kiste. Ich habe keinen Schub, aber ich bin wieder. Soll ich Stöder bauen oder Ich habe immer nicht ganz verstanden, was sollst du Dirt bauen? abbauen oder nicht? Achso, ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich den Weg mache. Also So, kann dann ich den machen. hoch setzen muss. Ach so. Also dann kann man einfach hier durchgehen und kann man die Axolotl hier schwimmen sehen. Okay. Ja. Da wirklich 10 Stacks Glas reichen, weiß ich aber nicht. Nee, unwahrscheinlich, aber das halt muss man erst Mann. machen. Ja. Wir nehmen schon 14 Minuten auf. Würdest du sonst hier vorne bei den Ecken Gras Stonebrick abbauen? Slabs anziehen? Ach. Meinst du hier? Mhm, auf der Ebene, so dass halt alle Ecken so einmal. Weißt? Ja, dann bräuchte ich aber noch einige, weil ich. Ach, ich habe ja noch welche. Gut. Sonst ich kann auch welche machen. Ja. Also komplett so ziehen. Halt für die Ecken so alle. Alle vier.
Okay. So. Gehen wir jetzt hier eine Treppe runter? Würde ich sagen. Ich will halt auch nochmal so einen Walkway außenrum haben. Da sollte es halt auch nach oben kommen. Dann von oben reinspringen können. Was. Stimmt. Ja, ich mache dann nach der Aufnahme mal eine Rampe aus und hol mir mal was zu trinken. Ja, ich werde auch nochmal kurz weg sein dann. Ja. Das Dschungelbuch sieht echt gut dabei aus. Ja, ne? Ja. Ich hoffe nur, dass meine Axt ausreicht, um mir alles nicht zu treffen. Ja. Könnten wieder Stonebricks als Kontrastblock nehmen, aber eher nicht so. Nee. Wir haben ja schon einiges an Stonebrick drin und man muss dann nicht übertreiben. Also erstmal kommt hier der auf jeden Fall, ne? Ja. Lass mich raten, soll er nach oben? Dann macht eine Säule nach oben? Nee, der ist das Zentrum lang. Okay. Geht noch mal einfach. Kann ich mir so vorstellen, wenn man hier so durchläuft. Da sieht man so die Axolotl hier schwimmen. Vielleicht würde Dunkelholz besser passen, aber. Ja, Dunkelholz würde echt passen, also schwarz, dunkel. Schwarzeiche würde passen. Naja, Schwarzzeit haben wir halt nicht besonders viel. Ja. Ansonsten würde man einen kompletten Tagestrip dahin brauchen. Ja, ich kenne das. Na, dann macht es auch kein Plaus, ja. Na gut, ich meine, da habt ihr einen Baum, aber den wollt ihr wahrscheinlich nicht fällen. Eigentlich wollte ich ja irgendwann mal da gucken, bin ich fortpflanzen, aber. Ja, das meine... ist jetzt. Ich meine, ich kann den Baum abholzen, dann die Sesslinge pflanzen, damit Knochenmehl und dann so. Weil die bringen ja immer 6 bis 8 Sesslinge runter, wenn du die in Ruhe lässt. Oh, ich habe da meistens 3 rausbekommen. Also ich kriege da manchmal 8 raus. Oder so, wir könnten auch Mangrove benutzen. Das ist echt schön. Das ist... Ja, das würde passen. Muss nur Mangrove haben bald einen massiven Mangel gerade. Ich habe die letzten Reste für Panda-Gehege aufgebraucht. Ansonsten kann ja einer von uns farmen gehen und der andere macht so lange das Gehege weiter. Das geht ja. Ja. Mangrove wäre halt genau in die Richtung. Ja. Vorne ist so deiner Fluss, den du folgen kannst. Wie macht man die Karte auf? Ja, Karte. Wenn du gerade aus dem richtigen Norden halt fährst, dann. Ja. Hier. Ich sehe es. Create Waypoints.
Wie heißt der Wald nochmal? Was? Bitte. Mangrove. So, hab markiert, das heißt, ich gehe jetzt dahin, fahre mal ein bisschen und dann komme ich wieder. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Wir nehmen schon 20 Minuten auf. Dann wäre es auch schon das Ende dieser Folge, ne? Ja, also wollen wir bis 25 machen oder 20? Ist mir egal. Lass 25 machen. Okay. Was? Soll ich denn auch Setzlinge von Mango Forest mitbringen? Per Woll? So, weiter. So, wieder da. Hund hat sich jetzt beruhigt. Ah, ja, ich habe gefragt, ob ich auch Setzlinge mitbringen soll von Mango Forest. Nö. Ich bin ja besser. Außerdem sind die Bäume ein wenig, ich sag mal, dreckig. Die sind groß, nicht dreckig. Ja, und die Roots, die verschwinden halt nicht. Ja. Nein, nur davon. Das ist 8. Ich bin gerade einen großen ab am Bauen. Und es wird Nacht. Nicht mehr lang. Geht schlafen. Ja, mach das. So. Ja. Haben wir noch irgendwelche Spitzhacken? Die müssen eigentlich in der Toolskiste sein. Oder nee, nicht Spitzhacken. Axis. Okay, gut, wir haben einen Haufen Spitzhacken, aber keine einzige Axt. Tja, dann musst du welche craften. So. Sollten auch wirklich mal wieder Diamonds fahren gehen. Ja. Oder uns einfach irgendeinen Villager holen, der, naja, schuld ist. Ja, der sowas verkauft. Ja, dann würde ich sagen, dann würden wir die Folge jetzt beenden. Da wir jetzt knapp die 25 Minuten jetzt voll haben. Oh, oh Gott, ich werde angegriffen. Piss dich! Ja. Dann würde ich sagen, liken. Kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren und bis zum nächsten Mal, Leute. Bye.